geht einfach besser. Also, liebe Europäer, liebe Nachbarn, die ihr zufällig französische, Schweizer oder deutsche Pässe in euren Taschen tragt. Schön, dass wir uns gemeinsam hier treffen und deutsch-französisch-Schweizer Freundschaft praktizieren. Ich begrüße an dieser Stelle auch die Medienvertreter. Bitte reduzieren Sie unser Anliegen nicht wieder darauf, wie viele Deutsche wohl auf französischem Boden demonstrieren. Es geht nämlich nicht darum, wer auf welcher Seite der Grenze geboren ist, sondern es geht um unser Demokratieverständnis. Da haben Sie Journalisten eine verdammt große Aufgabe. Es geht darum, dass... wir Bürger uns nicht von oben verordnen lassen wollen, wie unsere Energieversorgung auszusehen hat. Unsere Energieversorgung soll umweltverträglich werden und nicht lebensbedrohlich. Sie soll enkeltauglich sein. Anders als das Fessenheimer Auslaufmodell, das Giftmüll und Ewigkeitskosten für Generationen produziert. Die Energieversorgung soll demokratischer werden, im Gegensatz zum jetzigen System, wo Geld und Macht bei einigen wenigen angehäuft werden, die dieses Geld und diese Macht nutzen, um aus unseren Volksvertretern Marionetten zu machen. Konzernmarionetten, die Interessen der Bürger mit Füßen treten und die Demokratie auch. Lächerlich, hinter uns steht ein Dampfkessel, der mit Importuran aus Afrika befeuert wird. Französische Soldaten sichern für diesen Kessel den Zugang zu den Rohstoffen in Afrika. Und an der Stelle sind die Deutschen dann willkommen, nämlich die deutschen Soldaten. Der alte Kessel liefert übrigens auch Strom nach Deutschland und in die Schweiz. Ich nehme an, dass ihr keinen Strom davon bezieht und auch nicht bei Unternehmen seid, die mit dem dreckigen Geld aus, Strom aus Fessenheim Geld machen. Seine gasförmigen radioaktiven Abfallstoffe werden über den Giftkamin nicht nur in französische Lungen gepustet, sondern auch in deutsche und in Schweizer Lungen. Seine flüssigen radioaktiven Abfälle verseuchen über den Rhein das Trinkwasser. Und zwar nicht nur das französische Trinkwasser, sondern auch das holländische und das deutsche Trinkwasser. Und der hochradioaktive Festmüll wird über La Hague ins Meer gepumpt und verseucht nicht nur die Küste der Normandie, sondern auch die britische und die belgische und die deutsche und die skandinavische Küste. Und das soll jetzt eine nationale Angelegenheit sein? Ich glaube nicht. Französischen Freunden ausdrücklich für ihre Einladung hier nach Frankreich. Und wir möchten euch einladen, am 22. März nach Freiburg zu kommen, weil wir auch dafür die Energiewende demonstrieren. Da habe ich bei diesem Stichwort hier diesen kleinen Zettel gerade in die Hand bekommen. So sehen die Zettel, die Infos aus für die Demo in Freiburg. Es ist wunderschön da. Ihr bringt sicherlich auch gutes Wetter mit. Und dann, ihr wisst ja, seit heute das Demonstrieren Spaß macht. Nicht erst seit heute das Demonstrieren Spaß macht. Also kommt alle reich, zahlreich nach Freiburg. Wir brauchen eure Unterstützung. Und in Berlin ist am 10. Mai eine große Demo. Ihr habt sicher Freunde in Berlin, die ihr immer schon besuchen wolltet. Rafft alle zusammen, kommt dahin, macht Dampf, der Druck von der Straße wird verstanden. Denn wir brauchen alle unsere Stützung. In Brüssel und in Berlin werden nämlich gerade im Hintergrund die Strippen gezogen. Ne? Merkeler, die sich immer raushält, die kooperiert super mit dem doofen Oettinger. So doof ist er gar nicht, der ist hinterhältig. Da läuft eine perfide... organisierte Kampagne um unsere Energiewende, die gerade erst Fahrt aufgenommen hat, danke Gilles, zu zerstören. Vor exakt 3 Jahren haben wir erlebt, wie hervorragend der Druck von der Straße verstanden wird. Da kam nämlich die Physikerin Dr. Angela Merkel zu der wundersamen Erkenntnis, dass Atomkraft gefährlich ist und ließ 8 AKW abschalten. Ne? Nach Fukushima wird es eine andere Sache sein als vor Fukushima. Das hat die Physikerin tatsächlich begriffen, die dumme Pute.
Fahrer der Straße. Also kommt alle nach Berlin. Ja, und dann werden wir zu einer weiteren Erkenntnis verhelfen, nämlich, dass sie nicht einfach das EEG kaputt macht, weil es keinen Erfolg gibt, wie ihre Expertenkommission die doofen Nüsse gerade gesagt haben. So, also die Sprache der Straße wird verstanden, kommt alle nach Berlin. Die Sprache der Straße wird auch in Brüssel und in Paris verstanden. Und die Straßen von Freiburg sind auch schön. Und ich hoffe, dass wir uns alle da wiedersehen am 22. März in Freiburg und am 10. Mai in Berlin. Vielen Dank. Ja.